Hallo und herzlich willkommen zum Brizzy Talk zusammen mit Lukas und Moritz, eure Gastgeber. Okay, es ist irgendwie ein bisschen weird heute, weil wir tatsächlich auf dem Balkon von Moritz sind. Ja, Eltern, Schwester, alles ausgeflogen und jetzt sind wir da. Aber heute, gute Folge, weil heute können die einzigen Störgeräusche, die heute sein können, sind die Nachbarn. Und die stören aber richtig. Ich habe gestern, okay? Ja. Ich habe mit meinem Vater, also mein Vater hat was zu essen gemacht wahrscheinlich, habe ich mit meinem Vater was zu essen gemacht. Das ist komplett gewesen. Und dann saßen wir so draußen auf dem Balkon. Ja. Und Junge, Retalk, als ich rausgegangen bin vorher, es war alles ruhig, kaum bin ich draußen, die fangen an rumzuschreien, Digga. No joke, es hat mich so abgefuckt, Mann. Und das wird heute auch eine kleine Rant-Folge, habe ich Moritz schon gerade gesagt. Heute bin ich ein bisschen im Rant-Fieber drin. Und du kannst ja auch nochmal deine Erlebnisse mit den Nachbarn schildern. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich die, also eigentlich will ich sie nicht schildern, aber ihr müsst euch so überlegen, ich war gestern schon im Garten. Und was muss ich dann bei meinen Nachbarn erblicken? Ein Trampolin. Aber auf dem Trampolin waren dann so ein paar Kinder und die waren nackt. Und sie haben dann so Wasserschlauch, sind gehüpft mit Wasserschlauch und waren nackt. Was? Das ist einfach der Lifestyle, der da in der Familie gepflegt wird, Digga. Also, ich sag ganz ehrlich, war wild. Ja, freut mich doch auch für die. Ich denke, so eine kleine Abkühlung auf entspannt, Digga, da freut man sich. Und ihr müsst euch so überlegen, ja, ich sag so, ja, wir können ja heute bei mir aufnehmen und ja, komm einfach vorbei. Ja. Lukas, komm vorbei. Er sagt, ich sag ihm so, ja, die Klingel ist ein bisschen kaputt, muss halt mal wegen dran rütteln und so und keine Ahnung, dann klingelt schon. Ich habe so fest dagegen geschlagen einfach. Und er kriegt diese Klingel nicht. Einfach, er kriegt es nicht hin, drauf zu drücken, dass es klingelt. Ich sag ihm so, ich gehe jetzt runter und zeig dir, wie es geht. Und dann, es klingelt natürlich instant. Aber Real Talk, da muss ich jetzt kurz mal gegenkontern. Du hast es verkackt, einen scheiß Stuhl aufzubauen. Also, Digga, lösch dich. Wir sind jetzt wieder auf der gleichen Ebene, okay? Wahrscheinlich verkackt, den Stuhl aufzubauen. Ja, Jungs, das ist so ein richtig random Klappstuhl. Und der hat ihn aber nicht hinbekommen, aufzustellen. Aber, naja. Shut up. Ich hab's letzte Folge schon erzählt. Und die Überleitung passt jetzt halbwegs, weil du ja gemeint hast, da Kinder, ne, schön mit Wasserschlauch am Start, hat mich natürlich an eine Sache erinnert. An's Schwimmbad. Und ich hab's, wirklich, letzte Folge habe ich vergessen zu erwähnen. Weil wir haben ja, glaube ich, ein bisschen so über Schwimmbäder und so geredet. Und Retalk, in den letzten paar Schwimmbadbesuchen, also danach war ich auch einfach nie wieder da, war ich in so einer Therme und da gibt's halt so zwei Bereiche. Einmal so ein Bereich so Spaßbad und also no sexual. Und wo da halt, also da sind halt so Rutschen und so Kinderbecken und dann halt auch so ein Schwimmbecken. Und dann gibt es halt noch so einen anderen Teil, so eine Therme und Saunaebene und sowas. Und ich war halt, ob wir so in der Saunaebene und Therme und dies und das, weil da gefällt es mir sehr gut. Und Retalk, aber dann ist er ja immer im Schwimmbad, ist ja meistens so ein Kiosk drin. Und da kannst du ja so easy was wegsnacken. Ja. Und dann dachte ich so, also dachten uns, meine Familie dachten sich so, jo, wir haben jetzt Hunger, gehen wir mal dahin. Und dann gehen wir halt aus dem Thermenbereich rüber in den anderen Bereich. Und Digga, dann denke ich mir so, hä, warum ist in diesem einen Becken, warum sind da keine Kinder drin? Normal immer ganz, ganz voll, weil da auch so Teile sind, wo Wasser aus so Tieren kommt und dann kannst du so deine Leute abschießen. Das ist wie so eine Kanone, weißt du? Ach so, so. Ja, ja. So diese, ja. Ja, ist wie so eine Wasserkanone. Boden, weißt du? Ja, ja. Und dachte ich so, hä, warum ist es leer? Sonst sind da übel viele Leute drin. Dann sehe ich nur so einen Roboter, der da rumgeht und dann dachte ich so, okay, verstehe jetzt nicht ganz. Und Bademeister, der irgendwas ins Wasser schmeißt, also irgendwelche Chemikalien. Und dann entdeckt mein Bruder einen richtig fetten Scheißhaufen. Junge, da hat einfach ein Kind einen richtig dicken Scheißhaufen reingesetzt, Digga. Und dann, Junge, ich sag euch ehrlich, ich hatte nicht mehr so viel Hunger. Junge, das war's halt einfach. Ey, aber Real Talk, das denke ich mir öfter mal. Ey, also, du weißt ja,
Früher waren wir nur so auf so einem kleinen, naja, ich will jetzt nicht sagen Wasserspielplatz, aber das ist so ein kleiner Bach, wo halt so meist so Kinder spielen und so. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt niemand, der sagt, Digga, wenn das Kind ins Wasser pisst, Digga, Weltvergehen und sowas, keine Ahnung, es passiert halt mal. Ja. So, und es ist ja auch, war ja jetzt auch ein fließendes Gewässer, da ist es ja auch scheißegal, also. Ja. Fließt ja weg. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn als Elternteil sagen, Digga, piss ins Wasser? So, keine Ahnung, da habe ich so Mütter gesehen, die dann so gesagt haben, oh, Digga, du Kind, du musst mal, piss einfach ins Wasser rein. danke, und ich lauf da drin rum. Junge, das sind halt auch die Kids, die halt einmal im Schwimmbad einfach mal laufen lassen, Digga. Retalk, ich sag dir ehrlich, meine Mutter hat nie gesagt, jo, wenn du pissen musst, piss ins Becken so im Schwimmbad. Ja, obvious. Weil das wäre echt komisch gewesen. Das wäre sehr, sehr weird. Aber ich hab's halt einfach gemacht. Retalk, ich hab's damals immer gemacht, weil ich zu faul war, aufs Klo zu gehen. Und vor allem diese Klos im Schwimmbad, die sind auch so nass und eklig. Ja, true. Digga, das ist es halt einfach. Und deshalb dachte ich mir so, nee, Digga, irgendwie aufs Klo gehen im Schwimmbad, damals war ich gar nicht der Freund von, weil ich halt auch nie so... Und dann hast du gedacht, komm, lass... Ja, aber Retalk, ich hab mich einmal ins Wasser gestellt, hab laufen lassen. Ich hab dann auch immer so kurz mal, also so Schließmuskelfunktion war bei mir immer am Start. Und deshalb habe ich immer nur so einen kleinen Spritzer rausgelassen, um zu gucken, ob da dieses Färbemittel im Wasser ist. Yo. Real Talk. Ich hatte immer so Panik, dass da sowas drin ist. Weil ich habe Kindsköpfe gesehen und Junge, seitdem habe ich Angst. Seitdem habe ich Angst. Ich habe den selber auch gesehen, ich muss sagen. Das ist zum Glück. Ich hatte nie Angst. Ja, ich hatte immer Angst. Und ja, aber seitdem habe ich immer Adiletten und alles im Schwimmbad mit dabei und dann gehe ich auch aufs Klo. Aber ich pisse immer daneben im Klo. Ja. Ja, okay, fängt schon mal wild an. Mhm. Ja, ganz ehrlich, also, wer noch nie laufen gelassen hat im Schwimmbad, ist auch einfach... Ja, alles, lost also, einfach. Talk. Ja. Ja, also ich ich hab ja die ganze Zeit das Bild vom Scheiß auf. Junge, es ist auch ekelhaft gewesen. Oh, also, Junge, Real Talk ist, ich könnte mir, also, echt? Und vor allem, es war halt zweimal nicht im selben Schwimmbad, sondern zweimal in, ja, unterschiedlichen Obvious. Und, Digga, seitdem, ich war einfach nie wieder im Schwimmbad. Aber ich muss auch sagen, jetzt nach der Geschichte überlege ich mir auch nochmal zweimal, ob ich ins Schwimmbad gehe. Ja, das würde ich auch machen. Oh, Mann, das Ding ist, ja, kurzer Brainlag, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ja, perfekt. Also, es geht schon mal wieder super los. Aber wenn du was vergessen hast, dann kann ich noch was raufballern. Ja, dann auch raus. Ja. Ich weiß nicht, ob du einen YouTube-Kanal kennst, der hat irgendwie nur so 30.000 Abonnenten. Selbst kenne ich ihn nicht. Und da geht's irgendwie, also der heißt irgendwie John und Stefan. Kenn ich. Da geht's irgendwie nicht um so einen Vater und so einen Sohn. Die haben halt beide so einen, also die haben halt zusammen so einen YouTube-Kanal und laden da Videos hoch. Und der Vater ist, weiß nicht wie alt er ist, hat er trinkt gerne Bier. Das weiß ich, das habe ich mitbekommen. Und der Sohn ist halt irgendwie gerade aus der, weiß nicht, der, ich würde ihn so 6. Klasse oder so schätzen. Und die machen halt wirklich zusammen einen YouTube-Kanal. Ich fühle den Kanal auch wirklich. Und letztens habe ich so ein Video gesehen, da haben die, kennst du diesen einen Mann von TipTapTube? Ja, musst du auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Auf jeden Fall hat der so eine Ansage gemacht und der ist irgendwie so ein Corona-Gegner und hat so übel drüber abgerantet. So, yo, warum tragt ihr Masken und warum dies, warum das? Die Regierung will euch doch nur irgendwie so einsperren. Will so, wie in China oder so, hat er gesagt, so eine Diktatur, dass alle Masken tragen und Digga. Ganz verwirrt also. Ja, ich dachte mir da auch so, hä, warum? What the fuck? Du trägst doch nur die Masken, damit du niemanden ansteckst. Und vor allem, ich weiß auch gar nicht, was die Regierung damit bezwecken will. Okay, ist so. Denkt ja die sich dann so, ja, alle müssen jetzt Masken tragen. Weißt du, Verschwörungstheorien, legit, ich versteh's nicht. Selbst wenn es dann so der Fall ist, irgendwie so, ja, denke ich mir dann so, schön, was bringt's? So, dann, also, ja, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt so, ja, keine Ahnung, das und das, da oder zum Beispiel lehne auch, ich mich auf. Und zum Beispiel auch mit der Erde, Digga. Ja, manche sagen, Digga, es ist einfach, manche sagen, die Erde ist aber ein Donut. Manche sagen, die Erde ist aber so eine Scheibe wie so eine Pizza. Manche sagen, die, also alle sagen, die Erde ist rund.
Ja, aber das Ding ist halt aber so, selbst wenn die Erde ein Donut wäre, wäre es mir doch eigentlich scheißegal, oder? Ich lebe auf dieser Erde und da ist mir doch wurscht, ob sie rund oder flach oder... Digga, vor allem, es ist noch niemand runtergefallen, also juckt's mich nicht. Ist so, was interessiert es mich, ob sie rund oder Dings ist? Also ich meine, okay, wenn die Regierung jetzt wirklich da irgendwie uns die Masken dauerhaft aufzwingt, dann sage ich ehrlich, bin ich raus. Ja, ganz ehrlich, Masken vergesse ich eh jedes Mal, das nervt mich so extrem. Ja, ich hoffe, die Scheiße ist bald vorbei, aber ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt sind ja viele im Urlaub gewesen. Auch Dragonier, by the way. Der kommt morgen aus dem Urlaub wieder, hat er mir geschrieben. Ja. Und, ja, Digga, aber ich glaube, irgendwie kommt noch so eine zweite Welle. Ich muss sagen, ich glaube nicht. Also auch so, was ich ganz interessant fand mit unserem Wirtschaftsjahr, haben wir das letzte Wirtschaftsthema durchgemacht, das war so dann irgendwie so das Auf und Ab der Wirtschaft so ist. Ja. Yeah. Und ich, dann haben wir so gesagt, ja, weil wir ja gerade im Down sind, wegen Corona und so. Ja. Yeah. Hat er dann so gefragt, ja, denkt ihr, das geht noch weiter runter oder wie denkt ihr, entwickelt sich das mit Corona und so? Und ich muss sagen, ich bin recht positiv, glaube ich, was das angeht. Also ich meine, klar, es können noch, die Infektionen können noch mal ein bisschen ansteigen, aber ich glaube nicht, dass wirklich eine zweite Welle noch mal kommt. Also ich habe auch von vielen gehört, dass irgendwie noch mal, dass die Auswirkungen von Corona noch gar nicht richtig da waren. Also irgendwie hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat gemeint, ja, also die Auswirkungen, die sind schon bei einigen eingetroffen, bei einigen Firmen, aber bei den meisten noch nicht so richtig. Und da dachte ich mir so, hä? What the fuck? Eigentlich war es doch jetzt schon komplett, oder nicht? Ist so. Und auch jetzt so, auch zu unserer Wirtschaftslehrer hat so gemeint, also jetzt ob zweite Welle oder was weiß ich kommt, keine Ahnung. Aber so was die Wirtschaft angeht, denkt er, dass wir noch nicht im Down sind, wirklich, sondern dass es noch kommt. Ach so. So, wo ich mir auch gedacht habe, ich meine, anders könnte recht haben, aber ja, so glaube ich jetzt das halt Ding nicht, ist halt, muss ich sagen. Ich denke halt, das ist wirklich so, aber ich verstehe es nicht, warum. Ja, so. Wie sollen wir, warum sind wir noch nicht im Down? Vor allem, aber weißt du, falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Zuschauerbindung, weißt du? Ja, ja, aber so musste ja. Ja, weißt du, was ich mir und auch? Habt ihr auch schon mal Scheiße im Schwimmbad gesehen? Schreibt es auch in die Kommentare. Können wir bitte eine Abstimmung machen? Habt ihr schon mal Scheiße im Schwimmbad gesehen? Es gibt keine Abstimmungen mehr auf YouTube, ne? Ja, gibt's nicht. Die wurden entfernt. Weil die Funktion zu wenig genutzt wurde. Hä? Ich hab's immer übel gefühlt. Sie haben gemeint, sie wollen sich jetzt auf andere Sachen konzentrieren und entfernen deshalb dieses Tool. Aber da, muss man in das Tool überhaupt Arbeit reinstecken? Also Retalk, du entwickelst es auch einmal und dann ist fertig, oder? Ja. Das Ding ist halt so, von der Wirtschaft jetzt nochmal. Ja. Also, legit, ich war irgendwie komplett verwirrt. Ich meine, klar, dass die Firmen so down gegangen sind vom Aktienkurs und so. Ja. Aber irgendwie war dann Corona auch gar nicht richtig vorbei. Alle Firmen schießen nach oben, instant wieder auf normalen Kurs. Also, Digga, ich muss sagen, ich war extrem überrascht, wie sich das so schnell entwickelt hat. Weißt du, was ich meine? Das ist echt geisteskrank. Ich muss sagen, hätte ich doch lieber ganz auf den Boden investiert, wäre ich jetzt reich. Ja, das noch reicher als jetzt natürlich. Ja, das ist immer so ganz wichtig, das zuzusagen. Ey, und Retalk, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht zum Investieren. Ich meine, du kannst ja eigentlich in, das gibt ja so eine Sache, da sind ganz viele verschiedene Firmen drin und du investierst dann so ins große Ganze, ne? Fonds oder DAX oder so. Ja, ja, genau. Was, ja, ich kenne mich da nicht so genau aus. Ja. Und irgendwie wächst ja die Wirtschaft generell um so und so viel Prozent. Deshalb machst du ja eigentlich nur Plus, oder? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du es so sagen kannst, aber irgendwie ja schon, weißt du? Ja, also ich habe nämlich so ein Video von Finanzfluss gesehen und der hat ja gemeint, irgendwie so, ja, der deutsche Aktienmarkt oder so wächst jährlich um so und so viel Prozent. Und dann dachte ich mir so, yo, wenn du da irgendwie mit einem Tausender reingehst, Junge, und dann das immer so... Ja, außer es kommt Corona, da wächst es nicht jährlich. Da geht es eher ja, zurück. Nein, aber ich meine, das ja, so hat sich jetzt auch wieder ja, mehr so oder weniger stabilisiert. Ja, so grundsätzlich kann es ja sein, jetzt, nehmen wir mal an, du würdest beim DAX investieren in einem relativ niedrigen Zeitpunkt, dann, keine Ahnung, kannst du jetzt schon sagen, dass es relativ sicher ist, dass der wieder ein bisschen aufgeht und ein bisschen abgeht und weißt du, so dass es relativ konstant bleibt. Ja. Perfekt. Was wolltest du jetzt eigentlich sagen? Ist dir wieder eingefallen? Absolut nicht. Ja, perfekt, Digga.
Verwirrung. Nee, auf jeden Fall, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ja, wegen YouTube und den Abstimmungen, ja, wieder Überleitungsboss. Keine Ahnung, ich muss zwar sagen, YouTube ist eine absolut Baba-Plattform und so. Und auch diese ganzen Videos und alles, ich schaue eigentlich ultra gerne YouTube-Videos an. Ja. Aber ich muss sagen, irgendwie, so weil wir ja auch jetzt im relativen Twitch-Game drin sind, ich finde Twitch einfach tausendmal geiler. Weil, keine Ahnung, es ist irgendwie viel, bei YouTube hast du dann viel so, wo Leute sagen, ja, plötzlich kriegen wir keine Werbung mehr, Algorithmus scheiße. Und wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass der Algorithmus bei YouTube irgendwie, also nicht mehr richtig funktioniert. Früher war es einfach so, dass mir geilere Videos vorgeschlagen wurden. Und ja, auch sinnvolle Sachen. Also, Retalk, bei mir ist so, ich gehe manchmal so auf, wenn ich jetzt irgendwie ein Video sehe, was mich gar nicht interessiert, dann klicke ich halt da drauf, auf diese drei Punkte. Mm. Klicke dann auf kein Interesse. Ja, mm, yeah, same. Und Retalk, es wird mir einfach nochmal vorgeschlagen irgendwann. So, und ich habe, als ob YouTube nicht checkt, dass ich an diesem Drecksvideo keine Interesse habe. Ja, Digga, ich verstehe es einfach nicht. Oder zum Beispiel neulich, das war, hat mir ein Kollege so ein Video über so ein Nintendo-Spiel geschickt. Real Talk, ich habe mir das Video habe ich mir als einziges eingezogen. Von Nintendo überhaupt. Digga, mein ganzer Startbildschirm war voller Nintendo macht dies, Nintendo macht das. Digga, wahrscheinlich schaue ich mir ein Video an. Eins. Und plötzlich komplett das Startbild voll. Und vor allem, dein YouTube-Account ist jetzt auch schon ein bisschen ständig. Beständig. Ja? Ja? Vor allem, guck mal, ich habe zum Beispiel, als ich jetzt diesen Podcast-YouTube-Kanal da erstellt habe, habe ich mir am Anfang, ich glaube, 2-3 Musikvideos reingezogen von einem Künstler. Und no joke, meine komplette Startseite war voll. Nur noch dieser Künstler. Retalk. Oder nur noch diese Art von Musik wurden mir vorgeschlagen. Ja. Und also auf der einen Seite fand ich es übel nice, weil zu dem Zeitpunkt habe ich die Musik echt gefühlt. Aber sicher, also ich meine, dann du bist ja komplett dann auf diesem Ding. Ja, das ist ja das auch, was es so, schlägt dir nur noch so mit den Verschwörungstheorien des Dinges. Du bist ja dann so in deiner Bubble. Ja. Und du kannst ja quasi gar nicht aus der Bubble rauskommen. Null. So, mhm. Weil dir wird nur Scheiße dann von der einen Sache vorgeschlagen. Mhm. Und ich hatte eben früher das Gefühl, dass man zwar auch seine Bubble hatte, aber dass man wenigstens auch so ein bisschen die Bubble wegen größer war. Weißt du, wie ich meine? Dass, ja, dass du wegen Abwechslung, wegen Variation hattest. Und ja, das safe ist irgendwie nicht mehr der Fall. Und jetzt, um auf Twitch zurückzukommen, Angelcamp ist ja gerade. Alter, ich bin so hyped gewesen. Ich habe so viel Twitch wie noch nie in meinem Leben geguckt. So same. Heilige Scheiße. Das Ding ist halt so, ich war davor irgendwie gar nicht hyped auf Angelcamp. Nee, ich dachte mir so, naja, schau's halt mal rein, wird so, keine Ahnung, 50.000 Zuschauer oder sowas sein. 50.000? Junge, ich wusste, dass es locker 150.000 ja, die ganze ich Zeit. Ey, ganz ehrlich, du bist auch viel mehr im Knossi-Game drin als ich. Ich meine, ich ziehe mir so ab und zu mal einen Livestream rein und das war's dann auch, weißt du? Ja, irgendwie, ich bin übelster Fan. Also, Retalk, ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von so dem Casino-Ding, aber ich fühl's einfach, wenn Pedro anruft, Junge, sagt 50er Bücher, ciao, Digga, und dann rein in die Olga, Digga, und dann werden die Umdrehungen gemacht und Knossi so, ach du Scheiße, Digga, ich hab gar keinen Bock. Ey, das ist so unfassbar geil. Ja. Ich fühle das so sehr. Und ich muss auch sagen, Digga, es ist crazy, wie professionell es aufgezogen wurde. Ey, ja, die haben, also, haben 45 Mitarbeiter allein für 45? Die. 45? Ja, ja. Das vor allem, also das werden ja dann die Sponsoren bezahlt haben, die Mitarbeiter und alles, ich glaube, es sind kaum Sponsoren da. Alles hat Sido und Knossi bezahlt, glaube ich. Glaube ich, zwischendrin haben sie halt so eine Verlosung, also haben sie halt irgendwie bei Vodafone angerufen und haben dann irgendwie so 5 Handys klar gemacht. Eins für Knossi, weil er seine Nummer geleckt hat, wie er so schön sagt. und dann noch 4 für die Community, fand ich übel nice. Ja, habe ich einfach versucht mitzumachen, habe nichts gewonnen. Ja, aber auch versucht mitzumachen, habe auch nichts gewonnen. Wahrscheinlich haben wir am Ende noch mit demselben Account mitgemacht. Ich wollte gerade sagen, wir haben safe im selben Account reingeschrieben. Ja, es ist halt wild. Und, Digga, ich fühl's. Also, ich hätte mir tatsächlich mehr gedacht, dass sie mehr so angeln.
Weil ja, die haben ja eigentlich relativ wenig geangelt, aber ich fand die Aufteilung gar nicht mal so schlecht. Ich auch. Also ich muss auch sagen, ich dachte, dass sie so machen, dass sie so sich die ganze Zeit auf die Stühle setzen, ja, neben sich die Angel und dann so ein bisschen talken, weißt du? Ja, ja. Nicht so, so hätte ich es gemacht, glaube ich. Dass sie, ja, ich auch. Vor allem, weil die haben ja jetzt viel dann so gemacht, dass sie im Kreis so gesessen waren und dann getalkt haben. Ja. Aber ja. Das fand ich aber auch ziemlich aber fresh. Ich sag dir ganz ehrlich, wild einfach. Ja. Auch ich war gestern schön bei den 100, bei den 300k Zuschauern dabei. Hab ein schönes Siegerkonzert reingezogen. Ja. Und ich hab's mir nicht reingezogen. Jetzt ist es raus. Ja. Du hast es nicht reingezogen. Ich hab's mir nicht reingezogen. Nee, ich war nicht zu Hause. Ich muss sagen, ich hab's nicht schön noch reingezogen. Ich bin irgendwie. Eigentlich hab ich gleich, als ich gestern nach Hause gekommen bin. 300k, Digga. Ist ja halt schon krass. Ey. Simon hat mir, glaube ich, auch gestern irgendwie ein Foto, ein Screenshot geschickt, als 324.000 waren. 324? Ich dachte, es waren 312.000. Oder 312, keine Ahnung. Aber ich wollte gerade sagen, 312.000 war, glaube ich, Maximum. War maximaler echt? Peak, ja. Nee, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Streamer und so Live-Events machen. Alter, ich sehe uns da auch irgendwie. Digga, ich muss jetzt sagen, ich finde es unfassbar geil, dass fucking nochmal Sascha dabei war. No joke, ich fand es so unfassbar nice. Das Ding ist halt so, irgendwie von ihm, man kennt es nur, er macht irgendwie nur so die Videos, dann macht er noch seine Livestreams. Hm. Aber dass er da bei so einem Event dabei ist und noch so, ey, ultra die ganze nice Zeit dabei ist, ja, wild. Ja. Sehr, sehr wild, habe ich auch krass gefallen. Ey, und wieder der Brainlag. Richtig, Digga. Ja, auf jeden Fall. Aber auch damals, ich weiß nicht, ob du das. Ja, das hast du safe mitbekommen. Mit Mark Gebauer damals, als er dieses Card-Event gemacht hat. Ja. Das fand ich damals schon sehr, sehr nice. Obwohl ich es nicht so nice zum Anschauen fand, weil dieses Card-Dingens, du konntest da nicht so. Also für die Leute, da waren so extrem viele YouTuber und Streamer dabei und die sind dann halt alle Kart gefahren gegeneinander. Mhm. Und du konntest halt nicht so genau sehen, wer ist und das fand ich irgendwie nicht so anschaulich. Aber es war auch schon damals sehr, sehr professionell gemacht und das war ja irgendwie sein Twitch-Account, war komplett neu und er hatte instant irgendwie 30k Viewer oder sowas und das fand ich damals schon wild. Und jetzt, das Like und das dieses Mal mit Knossi, so ein Special Event, aber diesmal ein sehr, sehr viel geiler. Ja. Und du hast so. Echt, Digga, das ist auch geil. Du blickst überall so durch, weißt du? Ja. Ey, Digga, diese Zahlen, Junge, die hatten nachts einfach über 100.000 Zuschauer. Ich weiß. Digga, das ist geisteskrank. Gestern Nacht, selbst nach dem Konzert, hatten die noch weit über 250.000. Ja, ja. Und das Ding ist halt auch. Ich muss halt sagen, ich wünsche mir, dass das weiterhin so von Viewerzahlen auf Twitch steigt. Weil ganz ehrlich, wie geil wär's, wenn irgendwann. Digga, was ist denn jetzt mit der Glocke los, Junge? Ja, Digga, dauerhaft! Es ist. Irgendwie fühle ich zwar Kirchenglocken, aber Digga, manchmal nervt es mich auch extrem. Ja, vor allem hat sich gerade schon gebimmelt, Digga. Ja, keine Ahnung. Warum ist sie jetzt nochmal? Ich verstehe es auch nicht. By the way, wir haben gerade 12 Uhr. Liegt. Nee, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es irgendwann mal so ist, dass du sagen kannst. Digga, Fernsehen, scheiß auf, lass aber Twitch. Ey, ich so find's. Ja, naja, safe. Ich fühl's so sehr. Es ist so viel geiler mit Twitch-Streams als so mit irgendwie Fernsehen und was weiß ich, Digga. Also, auch deswegen hoffe ich, dass da mehr so Live-Events kommen, wo dann wirklich krass abgeht. Weißt du? Ja, Alter. Junge, ich hab's auch schon gesagt, ich würde bei uns auch so unfassbar einen IRL-Stream fühlen. Ja. Digga, same. Aber generell auch IRL-Streams würde ich immer. IRL-Streams sind immer so unfassbar nice. Aber das Ding ist halt auch, noch nicer wäre es dann halt einfach, wenn du auch noch einen richtig, richtig aktiven Chat hättest. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, wie wild ist es denn bitte, dass du so ein bisschen rumläufst, so irgendwelche Aktivitäten draus machst und dann immer schon auf den Chat achten kannst, so irgendwie, dass sie sich flamen oder so, irgendwie sowas. Weißt du? Fühle ich dich einfach. Ey, das ist wirklich nice. Das ist. Aber ich weiß nicht, ab wie viel Viewern kann man sagen, man hat einen aktiven Chat? Also keine Ahnung, es kann sein, dass du mit 200 Viewern noch keinen aktiven Chat hast, der geil ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass du schon mit 50 einen richtig wilden Chat hast, weißt du, wie ich meine? Ey Junge, wie lang bimmelt die Scheiße denn? Ey, ich verstehe es auch nicht. Also, ach Digga, scheiß drauf. Ey, was ich eigentlich noch vorhin sagen wollte. Vorhin diesmal gesagt, keine Störgeräusche. Vorhin Flugzeug vorbeigeflogen, jetzt in Kirche. Ja, heute keine Störgeräusche, außer ein paar Kinder im Hintergrund. Das war's leider komplett. Okay. Aber Retalk, ich muss noch was callen. Und zwar verstehe ich eine Sache nicht. Impfgegner.
sind. Ich, okay, doch. Ich verstehe es, wenn man sagt, so, jo, da kann man irgendwie, durch Impfungen kann man irgendwie so Krankheiten oder so, also, ich meine, obvious wird ja eine Krankheit injiziert, und damit dein Körper Anti-Dings, Antiviren dagegen bildet. Ja, aber bildet, weißt du, was ich mich immer frage? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit da? Die ist doch, also ich meine, ich habe mir das auch mal so mit durchgelesen, so, keine Ahnung, irgendwas studiummäßig. Ja. Und, Digga, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ultra insane gering, dass du dann wirklich eine bleibende Behinderung oder Krankheit hast? Und ich glaube, die ist geisteskrank gering, ja. Ja, aber das Ding ist halt so, Real Talk, es ist doch mehr Risiko, nicht geimpft zu sein, als dann geimpft zu sein und so. Und wir hatten es jetzt auch neulich mit, in der Schule, hat so, hieß es so, ja, es ist Pflicht, dass du dich Masern oder so impfst. Was? Masern? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mussten wir dann so auch Impfpass abgeben und dann so zeigen, dass wir gegen Masern geimpft werden. Und dann auch eine aus unserer Klasse, ich muss sagen, ich hatte schon vorpredigt, dass die so Impfgegnerin ist. Auf jeden Fall, sie sagt dann so, sie ist nicht geimpft und so und keine Ahnung. Aber wer? Ja, das kann ich doch jetzt hier nicht lieben. Ja, okay. Schreib den Namen mal. Schreib den Namen mal auf, Digga. Ja, okay. Dann müssen wir kurz. Ich mach's mal kurz auf meine Podcast-Datei. Alles klar. Also. Aber, hey. Also, nicht, also... Schreib den, mach den Anfangs- und Nachnamen. Alles klar, okay. Okay. Also, ja, besser ist es aber auch. Ja, wer ist die andere, Digga? Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen sauer tatsächlich. Erstmal Diskussion angefangen, weißt du? Ja, ja. Instant richtig, da richtig ist, sauer, Mann. Ja, ja, das wird mich wirklich sauer machen. Aber bei der ist es mir tatsächlich scheißegal. Ja, sag ich mal. Nee, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, ich verstehe es halt irgendwie nicht. So, keine Ahnung, ist es nicht dann auch, also, obvious ist es auch für die Allgemeinheit so besser, ja, wenn jeder geimpft ist, weil dann so Krankheiten auch ausgerottet werden und so. Ja, safe. Ich meine, wie gesagt, ich kann ja, so aber verstehen, okay, dass man ein bisschen misstrauisch ist, so, aber ja, also grundsätzlich, Digga. Ja, also das Ding ist halt, einer aus meiner Klasse ist, also die Mutter ist auch gegen das Impfen. Soll ich dir auch mal kurz den Namen aufschreiben? Ja. Es hat wild sich, mitten in der Aufnahme. Es hat sich der Kollege. Ah, ja, der Kollege. Und ich kann es verstehen, weil der hat irgendwie gemeint, dass der irgendwie die Familie schon ein bisschen schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, Digga. Dann, okay, dann also, kann ich es tatsächlich, ja, ehrlich verstehen. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, aber so, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht Pflicht so in Deutschland. Und das finde ich auch irgendwie gut so. Keine, ja, Ahnung. Wenn wir jetzt so, wie wenn du jetzt damit schlechte Erfahrungen und sowas gemacht hast oder wenn ähnlich Panik hast, ja, oder so, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dich dann nicht impfst. So. Ich meine, trotzdem fände ich es besser, wenn du es machst, aber so, keine Ahnung, I don't care. Keine Störgeräusche, by the way. Digga, wie beschissen sind denn eigentlich Kinder? Also, real talk. Junge, wie scheiße. Ich habe halt so, Mann, das Gefühl, ich bin... nur wenn wir aufnehmen, ist immer das meiste an Störgeräusche. Ja, Real Talk, ich sitze hier so stundenlang, nichts ist. Wir nehmen auf, erstmal Kinder, Junge, Hubschrauber, was weiß ich. Das ist immer so, auch wie gesagt, gestern beim Essen, Digga. Oder letztens, ich war bei einem Kumpel auf Geburtstag und wir saßen halt so auf der Terrasse, haben ein bisschen Leberkäse gegessen. Und, Digga, weißt du, wir sitzen da gemütlich, sagen so, oh ja, jetzt schön was essen, gemütlich unterhalten. Original, 10 Sekunden später, du hörst so ein Rasenmäher vom Nachbarn losgehen, Junge, das war's komplett. Oh Mann, oh, Alter. Mann. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal geleakt habe, aber wir haben jetzt nur noch Kunstrasen. Ja, ganz weirder Flex, Alter, nur noch Kunstrasen. Ja, Lukas, man muss sagen, Lukas hat gestern nicht gecheckt, dass es Kunstrasen ist, obwohl, doch, ich es ihm schon öfter gesagt habe. Und er sagt so, ja, aus der Entfernung. Also, du kannst aus der Entfernung nicht sehen, dass es Kunstrasen, ja, ist. Ja, obvious so, nicht, obvious, das soll es ja wenn schon du, sein. Wenn du den Rand da siehst, dann siehst du, yo, okay, ist Kunstrasen, ja, weil... Aber Digga, ich finde, das sieht übel fresh aus. Fresh. Ja, true. Ich muss auch sagen, ich fand gestern gut. Eigentlich wollte ich gestern noch schön Blumen gießen. Habe ich aktiv vergessen, habe früh schnell Blumen gegossen, weil ich mir gestern so gedacht habe, scheiße. Und schon, habe auch gestern, als ich weg war, schon die Tür offen gelassen. Also, schon die Balkontür. Ich finde auch tatsächlich eure Lichterkette ziemlich nice. Weißt auf du? Weinfest angelehnt. Ja, also wir haben einfach so merkwürdige Lichter einfach so random über unseren Garten gespannt. Das Bild auf jeden Fall. Ja. Okay, eine Sache wollte ich noch callen. Okay. Und da habe ich auch ein Video gesehen.
Und das fand ich übel nice. Also doch nicht komplett Rant-Folge, sondern auch was Nices für nebenbei. Und zwar habe ich weiß gar nicht mehr, wo es war, in Schweden oder so, keine Ahnung. Da wurde jetzt eine komplette Stadt gebaut. Die haben so ein eigenes System, also die haben so Mülltonnen, da kannst du mit so einem Chip hingehen, dann öffnen die sich automatisch und dann schmeißt du deinen Müll rein, also so einen gelben Sack oder so zum Beispiel, und dann wird der durch Unterdruck, wird der dann irgendwie in so ein Zentrum gesaugt und dann brauchst du keine Müllabfuhren mehr und so. Wild! Ja, das ist ultra nice. Und da fahren auch so automatisch fahrende Busse rum. Und die haben so übelste Heizung drin und alles. Und Klimaanlage, Digga, ist ultra nice. Das ist ja mal ultra insane. Ja, ja. Das war geisteskrank. Und die haben auch so Bänke. Und die Bänke sind einfach voll aus Solarzellen. Da kannst du dann auch so dein Handy hinmachen und dann lädt es einfach. Digga, als ich das gesehen habe, Bänke aus Solarzellen. Also das finde ich ein bisschen weird, aber naja, okay. Naja, ich finde es nice. Es ist wild, ja. Du gehst einfach hin, dein Handy lädt. Du musst nichts machen. Es ist einfach ziemlich nice. Ja, und Digga, sowas ist halt wirklich ultra krass. Das ist insane nice. Aber weiter habe ich leider nicht geguckt. Die haben auch vor Ort, glaube ich, noch so einen Kohlekraftwerk oder so. Und das wird jetzt auch in den nächsten 2 Jahren abgeschalten, haben die gemeint. Also Digga, die sind geisteskrank fortschrittlich. Ja. Aber ich fand dieses mit der Müllabfuhr ultra nice. Die ist haben so. Einfach so Mülltonnen, die mit Unterdruck da irgendwas ansaugen. Digga, das ist halt einfach geil. Das ist ultra Mülltonnen. Nice. Stell dir mal vor, da ist ja so ein Mülltonnen auf einmal stehen, du schmeißt einfach nur so den Müll ein und dann ist weg. Ja. Digga. Er wird dann weggesaugt. Das ist halt die Future. Ja, das will. Ist... Und dann strugglen wir hier in Deutschland einfach schon mit gutem Internet. Ja. Da hat das, Hast du gestern das von Papa Platte gesehen? Ne. Hat irgendwie so eine List aufgezeigt und von dieser ganzen Liste waren irgendwie 20, 30 Länder drauf und Deutschland war auf dem vorletzten Platz. Oh, ja, aber Real Talk, manche... Die USA hat doppelt so gutes Netz wie wir. Ey, und die USA ist einfach geisteskrank groß, weißt du, wie ich meine? Ja, da hast du im letzten Hinterwäldlerland einfach besseres Netz als bei uns komplett in der Innenstadt. Das ist genauso, einer aus unserer Klasse, ein guter Mod von uns, der war auch mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Schweden war im Urlaub, auf jeden Fall so mit Campingwagen und so, wirklich am Arsch der Welt. Und der Schweden war auch auf Platz 2, glaube ich. Und der hat eben gemeint, Digga, er war am Arsch der Welt, keine Zivilisation, kilometerweit, irgendwie auf irgendeinem Scheißberg, wo nichts ist. Und der hatte einfach besseres Internet als in Deutschland in der Stadt. Digga, da könnte ich kotzen. Einfach. Ja, das macht mich auch ein bisschen sauer einfach. Ja. Das Ding ist, Deutschland ist einfach so ein, also, nices Land im Verhältnis, wenn ich jetzt so manche andere Länder sehe. Aber Digga, wenn ich sowas sehe, könnte ich einfach nur kotzen. Ja. Also, ganz ehrlich. Aber da gibt es so manche Punkte, wo ich mir so denke, Digga, Mann, warum ändert man, wenn ich so Politik anschaue, Digga, dann ändern die irgendwas, wo ich mir so denke, warum? Und warum macht man jetzt nicht das, was wirklich wichtig ist? So ist wie das Internet oder so. Ja. Also so. Die digitale Infrastruktur, und jetzt wollen wir die Infrastruktur raushauen. Ja, der Bildungsauftrag wird auf jeden Fall erfüllt. Ja. Oder auch sowas, was mich irgendwie auch immer triggert, ist generell das Bildungssystem. Ich finde es irgendwie mit den Bundesländern und so, finde ich das irgendwie kacke. Ich meine, dass es keine einheitliche Sache gibt. Ich meine, ich kann so verstehen, dass so jedes Bundesland so seine eigene Regierungsdingens hat und so. Mhm. Aber warum macht man es nicht so, dass die Schule einfach Landessache ist? Ja. Also, was ich auch ziemlich frech finde, dass einfach unser Bildungssystem gefühlt aus 1960 kommt, 70 kommt, Digga. Aber das Gute ist, irgendwie mein Bruder hat es ja jetzt, irgendwie so ein Lehrplan Plus oder so. Mhm. Der kommt jetzt irgendwie so weiter. Ja, das ist ja irgendwie wieder geändert worden und alles. Ja, und das soll eigentlich ziemlich geil sein. Also ein überarbeitetes Ding. Ja, gut, dass ich es einfach nicht mehr hatte, weil ich jetzt durch bin, Digga. Ich habe es auch nicht mehr. Ja, ich glaube, das haben die 3 Jahre Jüngeren jetzt. Bei mir das Einzige, was geändert wurde dieses Jahr, ist, dass Mathe-Abitur haben wir jetzt schon einen Teil ohne Taschenrechner. Ja, geil, das sind die Änderungen, die ich wollte, weißt du? Kopfrechnen ist genau mein Ding, weißt du?
Retalk. Ja, was sind da für Aufgaben? Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, wir hatten schon... Retalk, wenn der jetzt so ultra schwer wäre, ich wäre einfach raus. Ja, Digga, ich hasse Kopfrechnen, so krass. Ich habe es einfach Retalk auch so, ich glaube, seit der 6. Klasse nicht mehr gemacht. Ist so, immer mit Taschenrechner. Und ja. ich meine so bei manchen so Gleichungen und sowas, dann machst du ja eh nichts mit Taschenrechner, aber trotzdem, es fuckt mich immer ab. Immer. Junge, ich habe in der Abschlussprüfung auf Sicherheit habe ich 3x3 in Taschenrechner eingegeben. Also jetzt als Beispiel. Fühle ich aber zu 100%. Ja, es ist halt wirklich so. Sonst, weißt du, Digga, dann kann ich wenigstens die Schuld auf den Taschenrechner schieben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber das ist halt das so, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Warum, oder auch so, keine Ahnung, es ist so kacke bei unserer Schule zum Beispiel. Sie fällt einfach zusammen. Ja, Retalk. Jungs, ich erzähle euch jetzt noch was. Ich war auf dem Schulfest von denen. Und ich meine, das Schulfest war übel nice eigentlich. Weil die hatten so eine Band und ja, das war eigentlich ganz cool an sich. Ja, die Band war auch sehr wild. Ja, die Band war ziemlich nice. Und ja, dann dachten wir uns so, yo, wir sind echte Gangster. Wir gehen aber durch so eine Absperrung und gehen dann ins Schulgebäude. Und das haben wir dann auch gemacht. Nein, das haben natürlich Freunde von uns gemacht. Wir natürlich nicht. Ja, die haben uns bloß Video gemacht. Ja, die haben einen Live-Call. Ne? Ja, ja. Nee, auf jeden Fall sind wir dann da durch. Und Digga, no joke, überall waren so Gänge. Also, da waren so Bauarbeitergänge. Das heißt, das waren so Holzsachen, so Holzdurchgänge, ey, ja, damit halt von oben nichts runterbröselt, irgendwie von so Steinen oder so, dass du davon halt nicht getroffen wirst. Und das war ja auch durchs komplette Schulhaus. No joke, die Schule fällt einfach so zusammen, Mann. Ist so. Aber jetzt zumindest muss ich sagen, eine Toilette von unseren 20 Toiletten ist jetzt wenigstens renoviert. Und das und jetzt kann ich endlich wieder auf der Schule auf die Toilette gehen, weißt du? Bist du so einer, der in der Schule auf die Toilette geht? Naja, mal ab und zu mal pissen. Ja, aber ich meine, das große Geschäft, Digga. Nee, okay, bin nee, nicht so, Alter. Wahrscheinlich. Also wer das macht freiwillig auf der Schule, ist auch wirklich ganz okay. Wieder Fetisch, oder wie? Der reibt dann noch. Oh. Nehmen wir Retalk, wenn vorher noch niemand drauf war in der Schule. Also so, ich bin der komplett Erste, der die Toilette quasi einweiht. Wäre ich dabei, Digga. No joke. Oh Mann, Alter. Nee, auf jeden Fall. Weißt du, was mich auch geisteskrank triggert? Ist, dass unser wir haben so einen Neubau. Und dieser Neubau hat eine komplette Glasfront. Ja. Das Problem ist bloß, dass diese Glasfront in Richtung Sonne ausgerichtet ist. Das heißt, die Sonne scheint perfekt auf die Schüler drauf. Es hat 50 Grad in den Klassenzimmern. Geil, da ist wirklich gut zu lernen. Das ist die Meta, ja. Weißt du, was ich auch gut finde? Die Architekten, die, ganz ehrlich, ich würde die so gerne erschießen. Also wer dessen Schulgebäude sich ausgedacht hat. Also Real Talk, das macht ja auch wirklich sauer, dass die so dumm sind. Wie kann man denn eine Glasfront in die Sonne ausrichten? Beim Schulgebäude, ohne Klimaanlage. So, ich meine, es war eine Klimaanlage irgendwie geplant und dann hat das Budget nicht gereicht. Aber trotzdem, selbst mit Klimaanlage wäre es irgendwie Trash gewesen. Ja. Und jetzt muss ich sagen, bei uns im Schulgebäude gibt es Fußbodenheizung, also im Neubau. Und jetzt haben die einfach so gesagt, Digga, Fußbodenheizung brauchen wir nicht, schließen einfach so ein Kühlgenerator-Dingens an die Fußbodenheizung an und jetzt fließt da durch die Böden immer so Kühlflüssigkeit. Sehr, sehr wild. Das ist halt wirklich nice, aber bringt das so viel? Ich weiß meine, nicht. Fußbodenheizung, die heizt ja auch nicht viel. Bringt die nicht so viel. Ja, in my opinion ist Fußbodenheizung sehr, sehr geil, aber nur halt nur für die Füße, weißt du, wie ich meine? Ja. Und es bringt dir nichts. Ja, das Ding ist... Ich meine, in der Schule hast du obvious die ganze Zeit Schuhe an. Ja, das Ding ist... Außer du bist irgendwie retarded, Junge. Das Ding ist halt so, ich habe nie in den Neubauten Unterricht, deswegen weiß ich es nicht. Aber... Bei uns hat man in der Schule, entweder hat man das, man hat im Altbauunterricht und einem bröselt der Putz auf den Kopf, oder man ist im Neubau und schwitzt die ganze Zeit. Also du hast im Endeffekt die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Das ist sehr wild. Ich würde tatsächlich den Putz nehmen. Ja, das hab ich ja auch. Ja, besser ist es. Deswegen ist es kühl, oder? Ja. Naja, mehr oder weniger. Ey, was ich eigentlich noch droppen wollte. Okay, ich weiß nicht, ob ich das droppen kann. Lass mich vorher noch was sagen. Einen insane Raum gibt es, den Computerraum. Da bröckelt dir kein Putz auf den Kopf und du hast die Klimaanlage. Holy shit. Das ist insane. Das ist einfach. Ich weiß nicht, krass. Ob ich meine Story droppen kann, weil wenn das no joke irgendjemand, das wurde mir nicht im Vertrauen erzählt, aber es wurde halt gesagt, dass es gemacht wurde. Drop. okay, so obvious. Wir verbreiten jetzt hier ein paar Gerüchte, weißt du? Ja, es ist natürlich nur ein Gerücht. Ich habe das wirklich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall...
Achso, du bist das, oder? Nee, ja, ja, ich scheiß drauf. Irgendwie, es stehen ja überall so Desinfektionsdinger rum und so. Und somit auch im Klo. Mhm. Und da wurde irgendwie erzählt, weil bei uns irgendwie, na, vor Abschlussfahrt hat bei uns wirklich einfach nur einer aus dem kompletten 10. Jahrgang geraucht. Einer. Und danach gefühlt die halbe Schule. Retalk, gefühlt die halbe Schule hat einfach danach geraucht. Ich verstehe nicht, warum. Natürlich ich nicht, Freunde, weil Rauchen ist schädlich und es stinkt sehr stark nach Scheiße. So, jetzt habe ich es gedroppt. Auf jeden Fall hatten die dann alle irgendwie ein Feuerzeug dabei und waren dann auf dem Klo und haben dann auch Desinfektionsmittel halt irgendwie in die Waschbecken gekippt und haben es angezündet. Und da war eine komplette Stichflamme im Waschbecken. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber... Ich muss aber sagen, irgendwie fühle ich's. Ja, ich weiß nicht. Ist halt selten dämlich. Es ist halt wirklich selten dämlich. Vor allem, imagine, da wäre irgendwas... also ich meine, obvious, bei uns in der Schule kann generell einfach nichts anbrennen oder andingsen, weil einfach nichts aus brennbarem Material ist, so gefühlt. Aber trotzdem, Digga, ist halt irgendwie, weiß nicht, wenn da immer der Spiegel im Bad ein bisschen geschwärzt wird, weiß ich nicht. Fühl ich auch nicht so. Ja. Ey, weißt du, was mir gerade noch zu meiner Schule eingefallen ist? Unsere Fenster sind aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert noch. Und deswegen sind es so Doppelfenster. Also du kannst sie so einmal aufmachen und dann noch einmal so, weil die damals keine doppelverglasten Fenster hatten. So obvious. Ja. Und ich finde aber gut, zwischen diesen zwei Fenstern ist einfach so die Todeszone. Da liegen einfach so 200 tote Insekten drin. Das ist sehr, sehr appetitlich, muss man sagen. Aber wie kommen die da rein? Ja, obvious, wenn du das Fenster so offen hast, sind dann so dazwischen, dann schließt die Fenster und dann haben sie da ja nichts zu essen und dann sterben sie. Aber wahrscheinlich sperrst du die dann, also wahrscheinlich fliegen die dann so da rein und dann bleiben sie da drin. Keine Ahnung, das passiert halt mal in den Jahrhunderten, wo die Fenster schon da sind. So, in den Jahrhunderten. Dann kann ich es nachvollziehen, ja. Ja, und dann kommt deine Schule einfach. Ja, die ist echt wild. Mann. Unser Physiklehrer hat gemeint, wir haben irgendwie so eine Special-Folie auf den Gläsern, die wurde so drauf gebrandet. Und irgendwie ist die dafür, dass die Wärmestrahlen irgendwie abgeblockt werden. Ja, und unsere Schule hat dann einfach so Doppelfenster. Danke. Danke. Auf jeden Fall werden da irgendwie so die Wärmestrahlen von der Sonne werden irgendwie so abgeblockt und nur so einer von, sagen wir, 10 kommt durch. Und deshalb ist es bei uns ziemlich fresh und clean. Danke. Das, ihr müsst euch so überlegen, er wohnt einfach so, wahrscheinlich wohnt. Ich wohne in der Schule. Er hat einfach so die modernste Schule überhaupt und alles einfach so übel clean und neu und so. Und meine Schule fällt einfach zusammen. Danke. Danke. Und selbst dein Neubau ist einfach hässlich. Ja, aber ihr habt geile Weiber an den Schulen. Ja, das ist der einzige Vorteil. Ja. Das ist halt aber ein Vorteil, der tatsächlich ja, der krass der, ist. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wilder Schultalk. Warte, ich schau nochmal schnell auf meinen Notizzettel. Schau nochmal auf deinen Notizzettel. Ja. Eigentlich wollte ich zwar noch ein paar Sachen, aber die passen gerade nicht dazu. Und wir sind ja der Überleitungsdingens, deswegen. Was ist es denn? Ne, eigentlich wollte ich noch darüber reden, wegen Angelcamp. Alter, Junge, irgendwie hätte ich gerade übel Lust, über das Angelcamp zu sprechen. Komm, mach doch mal eine Überleitung. Ne, weil ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es wild finde, dass so irgendwie so viele Musiker plötzlich so dann so mit YouTube und so drin sind im Game. Ja, finde ich auch nice. Beispiel irgendwie auch in den Sascha-Videos, dass er Pietro immer mit dabei ist. Und so. Weil, keine Ahnung, irgendwie so, ich hatte früher immer so das Gefühl, dass irgendwie so Musiker, die machen ihre Musik und mehr nicht. Weißt du so? Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen so offener werden, weißt du, wie ich meine? Dass jetzt auch so bei so, jetzt Sido beim Angelcamp und Money Mark und alle, Pietro Lombardi auch immer. Ja, das ist halt so das Geile, dass die mit Knossi befreundet sind. Ja. Weil dann sind die auch meistens in den Livestreams halt dabei und das ist halt cool. Und Real Talk, das finde ich so nice irgendwie, weil
Ja, weil du lernst mal so, Digga, du denkst so, Sido ist geisteskrank lang in diesem Rap-Game da drin und ist so eine, ist, weiß nicht, ist irgendwie so eine geisteskranke Person und dann lernst du den so ein bisschen besser kennen, weißt du? Ja, so, und das finde ich so insane geil irgendwie. Und auch jetzt so, dass er, keine Ahnung, da so ein Konzert hält. Ja. Und so. Alter, das muss ich mir nochmal reinziehen im Nachhinein. Ich hab's nicht mehr geschafft gestern. Ja, das Ding ist halt so, irgendwie von Sido, ich weiß nicht, so die meisten Lieder dachte ich mir so, schön. Schön. Ja, cool. Nice. Ja, aber irgendwie fand ich das Konzert trotzdem wild. Und ja, keine Ahnung. Es, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das ein bisschen positiver entwickelt hat, weil man irgendwie früher irgendwie so gar nichts von Musikern gehört hat. Oder wobei, in Pedro Lombardis Fall ist es wahrscheinlich dann eher negativ, weil, keine Ahnung, wenn man den in seinen den Sascha-Videos oder sowas sieht, denkt man sich auch nur so, was ist mit dem falsch. Aber... Ja, hey, Junge, ich fühl's. Natürlich fühl ich's, aber nee, trotzdem es ist es... Also trotzdem ja, ist es ein bisschen... Du denkst schon, was ist mit dem los, ja. Ja. Bist du durch? Wir sind durch, glaube ich. Alter, ich bin auch durch. Wir haben es schon in den letzten Folgen immer gepredigt, es wird mal eine kürzere Folge kommen. Es wurden immer längere Folgen irgendwie, fragt nicht warum. Irgendwie haben gesagt, ja, wird eine Kurzfolge, auf einmal 1 Stunde 6 Minuten. Das war geisteskrank. Aber dafür wird es heute dann eine kürzere. Aber ich muss sagen, heute ist die angenehmste Atmosphäre von allen Folgen, die wir in letzter Zeit hatten. Ja, weil keine Autos, weil wir nicht neben einer gefühlten Autobahn langlaufen. Ja, und es dann nicht immer so unangenehm ist, wenn dann irgendwie so Leute langlaufen und wer jetzt... Bis auf unsere eine Wanderfolge, die fand ich von der Atmosphäre her sehr, sehr wild. Ja, die Wanderfolgen sind immer ziemlich nice. Wobei, wo wir jetzt gerade bei Angelcamp sind, ich wollte noch eine Sache droppen. Dann hau doch noch eine Sache raus, wir sind doch noch da. In den Dingens gekommen. Ja. Irgendwie angeln fand ich immer ein bisschen weird. Aber irgendwie hätte ich jetzt auch Bock auf Angeln. Digga, ich fand Angeln noch nie weird. Das Ding ist halt so... Ich fand Angeln zwar ein bisschen langweilig, weil ich dachte, du musst so die ganze Zeit die Schnauze halten und genau auf deine Angel achten. Aber irgendwie habe ich jetzt so gesehen, die angeln ja nicht, um jetzt besonders viel Fische rauszubekommen, sondern einfach nur, damit sie so mit den Leuten chillen, weißt du? Ja, ja. Und das Ding ist halt auch, ich kann ja mal kurz eine Story droppen. Ja. Ich habe das erste Mal in meinem Leben geangelt. Also, naja, ob man es Angeln nennen kann oder nicht, ist jetzt, wollen wir jetzt nicht drüber reden. Auf jeden Fall waren wir am Meer und dachten uns so, komm, da kann man doch mal irgendwie ein bisschen angeln. Hatten uns so eine Angel, haben so ein bisschen alles vorbereitet, hat ewig gedauert, weil wir nichts hinbekommen haben und weil wir keine Ahnung von Angeln hatten. Und dann haben wir das erste Mal die Angel ins Wasser geworfen. Digga, plötzlich, es war obvious so im Sommer und schön im Süden. Und dann kommt einfach Gewitter. Komplett nass. Digga, real talk. Ich war wie als würdest du einfach ins Meer gesprungen, so war ich nass. Und sind dann einfach so in dem Regen dann zurückgelaufen. War meine erste Angelerfahrung. Danach war ich nie wieder irgendwas mit Angeln gemacht. Alter, ich habe tatsächlich noch nie so richtig geangelt. Ich habe zwar, glaube ich, mal irgendwie damals eine Angel bekommen. Also von irgendjemandem geschenkt bekommen. So richtig random auch. Ich hatte nie was mit Angeln zu tun, hatte auf einmal eine Angel irgendwo rumstehen. Ich glaube, die habe ich sogar immer noch. Aber ich darf sie ja nicht usen, weil ich brauchst ja so einen Schein. Ja. Aber ich würde ihn einfach gerne mal auf so auf illegal, aber bist du rein? Ja, wahrscheinlich kontrolliert dich da ja. Ja, nein. Also, aber real talk. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Angelerfahrung, was jetzt nicht mit so einer typischen Angel war, sondern wir waren an der Ostsee vor ein paar Jahren. Und da hatten Leute, hatten einfach so Stöcker mit einer Schnur da und da war irgendwie so eine Wäscheklammer dran gebunden und an der Wäscheklammer waren Muscheln, so reingesippt. Und das hat funktioniert? Nee, wir haben keine Fische geangelt, sondern Krebse, Digga. Ach so. Und wir haben Eimer voll Krebse geangelt, Digga. Ich habe noch nie so viel Krebse gesehen, Digga. Und ich weiß nicht warum, aber wir waren dann so an diesem Strand. Auf einmal, es kamen so halt so zwei, drei, vier Jungs, glaube ich. Die haben so in so einer Strandhütte irgendwie Ferien gemacht. Und Digga, irgendwie haben die gesagt, jo, wollt ihr mitmachen? Mein Bruder und ich instant dabei gewesen. Haben dann irgendwie so wirklich Eimer voll Krebse geangelt. Digga, das war nice. Ich muss sagen, fühle ich aber. Das Ding ist so... Hast du schon mal einen Krebs gegessen? Ja. Also, Hummer habe ich schon mal gegessen. Boah, Digga. Auf Nobel. War geil? War geil. Also ich weiß jetzt nicht, ich muss sagen, ich glaube, es war jetzt nicht so, was ultra insane ist,
So, weil ich glaube, ich würde so irgendwie so kleine Schrimps oder sowas fühle ich mehr. Aber war schon. Auf Nordsee angelehnt. Ich bin da sehr großer Fan davon, muss ich sagen. So Meeresfrüchte und so. Können wir es bitte auf Nobel Lobster nennen? Lobster. Auf richtig krass. Ja, also ich habe schon mal Lobster gegessen. War sehr, sehr nobel und ja. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, wer mal in einem 5-Sterne-Restaurant ist, bestellt euch mal einen Lobster. Oh, ja. Nee, auf jeden Fall, meine Schwester wollte mal angeln. Mit meinem Onkel, der hat nämlich einen Angelschein. Und die hat auch schön Fisch nach Hause gebracht und den haben wir dann zu Hause gegrillt. Ey, Junge, also das Ding ist, mein Onkel hat auch einen Angelschein. Aber irgendwie stelle ich es mir übel weird vor, mit dem Angeln zu gehen. Ja. Same. Deshalb weiß ich nicht, würde ich lieber irgendwie selber machen. Lieber auf illegal einfach. Ja, also natürlich nicht auf illegal. Ich meine natürlich im eigenen Teich. Im eigenen, im Meer, eigenen Gewässer. Quasi, ja. Angeln gehen ja auch entspannt. Dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir den heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch wie jedes Mal gefallen. Die Folge war jetzt doch nicht zu knapp. Und ja, dann wie jede Folge sind wir geisteskrank natürlich gut vorbereitet gewesen mit Themen und es bimmelt schon wieder im Hintergrund, ich kotze im Stall. Ey, ganz ehrlich, die Folge ist, glaube ich, die nervigste von allen. Ja, ja. Früher waren es Autogeräusche, die gingen noch, jetzt ist aber die ganze Zeit die Kirchenglocke. Und tschüss. Tschüss.